Hearthstone, Heroes of Warcraft. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Kartenchaos-Video. Ich bin Rotmac und wir haben diese Woche prähistorische Formel. Der jahrtausendlang überm unberührte Ungoro-Krater birgt viele ungeklärte Geheimnisse. Wählt eine Klasse, dann stellen wir euch die entsprechenden Ungoro-Deckformel zusammen. Ja, und zwar können wir, wie ihr gleich sehen könnt, nur eine Klasse wählen. Wir können mal wieder kein eigenes Deck zusammenbauen. Uns wird aber ein Deck gegeben, das mit der entsprechenden Klassenquestkarte ausgestattet ist. Und das Deck ist natürlich auf diese Klassenquestkarte dann ausgerichtet. Und ja, ich würde sagen, wir wählen einfach mal den Druiden. Mal schauen, ob ich diese Woche mehrere Videos machen werde. Vielleicht mache ich 2, 3 Videos, mal schauen. Aber jetzt zu Beginn mal mit dem Druiden und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Los geht's! Malfurion gegen Garrosh. Sieg oder Tod? Ich muss die Wildnis schützen. So, gegen den Krieger soll es also gehen, gegen Garrosh Höllschrei. Und wir haben Riesen des Urwalds natürlich in der Hand, unsere Klassenquest-Karte. Und zwar haben wir hier die Quest Ruft 5 Diener mit mindestens 5 Angriff herbei, Belohnung Barnabos. Und Barnabos hat als Kampfschrei, ist ein 8-8 Diener, hat als Kampfschrei, dass unsere Diener im Deck, was aber nur unsere Diener im Kartenstapel sind, dass die 0 Mana-Kosten mehr haben. Wir die also, wenn wir sie ziehen, gleich direkt rausspielen können. So, und dann spielen wir in der ersten Runde natürlich Riesen des Urwalds. Die Quest geht raus und wir grüßen Freedom. Die Freiheit soll gegrüßt sein. Und wir haben in der Hand Menagerie-Wächterin. Wir haben in der Hand Urlanghals und wir haben Schlingendorn-Tiger. Neu hinzu kommt auch noch die Pflege. Sehr schön, die Pflege können wir natürlich gerne gebrauchen, wenn wir die Quest ausgespielt haben. Denn dann können wir 3 Karten ziehen und die kosten dann, wenn es gut kommt, alle Diener. Also wenn es alle 3 Karten Dienerkarten sind, können wir die alle 3 dann gratis rausspielen. So wird ein Schuh draus. So, wir machen hier einmal einen Schaden. Das ist besser als kein Schaden und wir schauen uns noch ganz kurz die Questkarte des Kriegers an. Die ist ja eigentlich auch gut bekannt. Das Herz der Feuersäule. Quest spielt 7 Diener mit Spott aus. Die Belohnung ist Sulfuras und Sulfuras ist der Hammer, der ihm selbst, glaube ich, 4 Angriff gibt. Und er hat die Heldenfähigkeit dann für 2 Mana 8 Schaden einem zufälligen Gegner zu machen, glaube ich. Irgendwie so. So, und ich spiele einen Urlanghals. Und wir können den mutieren lassen. Und zwar überlege ich mir gerade ganz gut, was ich hier mutieren will. Und ich denke, wir gehen voll ins Gesicht. Komm, 3 Schaden. Wir gehen da voll rein. Wir wollen es wissen. Ich denke nicht, dass er mir hier einen Schaden machen kann. Und da täusche ich mich schon. Da täusche ich mich. Was für ein Konter hier von zerstörerischer Ghoul. Den lassen wir aber hier nicht stehen. Auch den hauen wir weg und gehen dann wieder mit einer Kralle ins Gesicht. So, lieber Freedom, die Freiheit mag gut und schön sein, aber heute hier werde ich dir den Arsch aufreißen. Reißen? Reißen. So, ich hoffe es zumindest. Ich schau mal, was ich da noch habe. Ich habe 2-mal den Schlingendorn Tiger. Ich werde wahrscheinlich im nächsten Zug einen Tiger spielen, der dann in der Verstohlenheit warten soll, bis er kopiert wird von der Menageriewächterin. Oh, da können wir noch mit der Sonnenzornschützerin können wir dann noch spottieren. Spottieren können wir dann noch. So, raus damit. 2 von 5 sind draußen. Das ist gut. Das macht Laune. Das heißt, wir können bald einmal hier gratis Diener raushauen. So, gehst du mir noch ins Gesicht? Oh, ganz übel. Die sture Urschnecke. Das ist ein übles Teil. Das muss sofort weg als nächstes. Da werde ich mich drum kümmern. Erst aber hier kommt die Menagerie-Dame. Und wir kopieren den Tiger. So. Da haben wir die Schlange weg. Die Schlange. Die Schnecke. Das ist ja keine Schlange, ist eine Schnecke. Die Schnecke. Die kommt weg. Und jetzt
kann er mir rein theoretisch hier die Menagerie-Wächterin weghauen. Wenn er das denn machen will, ich denke, er macht das nicht. Er macht es so rum. Das war, kam jetzt mir zugute, ehrlich gesagt. Bin ich jetzt gar nicht mal so schlecht. Da kann ich ihn hier seinen Spotter weghauen. Das war jetzt ein, ich würde mal sagen, eine kleine Fehlentscheidung seinerseits. Wir schauen mal. Spott ist jetzt nicht nötig. Wir können den Tiger rausspielen. Dann haben wir nämlich die Quest erfüllt. So. Rum wird ein Schuh draus. Die Quest ist erfüllt und wir kriegen Barnabas, der Stampfer für 5, 8, 8. Kampfschrei verringert die Kosten von Dienern in eurem Deck auf 0. Und wie gesagt, dies zählt nur für die Karten, die ich hier noch im Stapel habe. Da sind aber noch genügend große Karten mit dabei. Von daher zurücklehnen und genießen. Ich sag mal, wir haben das Spiel eigentlich schon fast gewonnen, nicht wahr? Eigentlich haben wir das schon fast gewonnen. So. Jetzt wird er mir wahrscheinlich noch den Tiger weghauen. Wir haben aber noch einen zweiten Tiger draußen. Das sind dann auch nochmal 5 Schaden. Okay, die kommen nicht ganz an, weil er hier noch einen Spotter reinwirft. Und noch einen Spotter. Mein lieber Scholli. Okay. Und wieder tut er mir einen Gefallen. Er tut mir damit einen Gefallen. Er hätte jetzt wirklich den Tiger weghauen sollen. Aber wenn er nicht will, dann muss er natürlich nicht. So, und dann machen wir hier auch noch gleich aus den beiden hier schön mal Spotter. Bams. Dann kommt hier dieser mal weg. Und er hier wird ein bisschen beschädigt. Und jetzt war es das auch schon für diese Runde. Ich habe noch 18 live. Ja gut, kann man sagen, ist ein bisschen niederer als auch schon, ne? Aber niedriger. Aber das soll uns egal sein. Wir werden das Spiel hier nach Hause schaukeln. Da bin ich mir ziemlich sicher. Weil er hat hier noch 1, 2 Fehlüberlegungen gemacht, muss man ehrlich sagen. So, dann schaue ich mir mal an, was ich denn hier noch habe. Was habe ich denn hier noch? Ich habe die Riesenanaconda, die jetzt raus kann. Und mit der können wir dann gratis die zweite Riesenanaconda spielen quasi. Machen wir. Dann hier 4 Schaden. Das mache ich. Mache ich da was falsch? Ich mache da was falsch, ne? Nein, mache ich gut. Mache ich so, dann hau ich den weg. So. Damit hau ich ihn hier weg. So. Und dann gehen wir hier mit ganzen 13 Schaden ins Gesicht. Wildwuchs brauche ich nicht. Brauche ich im nächsten Zug. Dann können wir nämlich noch gratis eine Karte ziehen. Beziehungsweise nicht gratis, aber wir können eine Karte mehr ziehen. Die dann auch wieder ein Diener sein kann, der uns einiges weniger kostet. Und zwar genau 0. So, 17 Life hat der Gute noch. Alles klar. Was kriegen wir denn hier? Erhaltet 10 Rüstung oder füllt eure Mana-Kristalle auf? Mana-Kristalle auffüllen ist nicht mehr. Das brauchen wir nicht mehr. Aber wir können... ach komm, ich mache erstmal so. Wir schauen mal, was wir für Karten kriegen. Wir ziehen 3 Karten. Das ist sehr schön. Das ist wirklich nice. Dann lassen wir mal den raus. Der wird dann ein bisschen stärker. Ich mache da noch Gift drauf. Wenn da noch ein Spotter kommt, dann hauen wir den mit Gift weg. So, dann mache ich hier mal die 3 Schaden da drauf. Dann machen wir hier noch mehr Schaden drauf. So. Oh, okay. War jetzt auch blöd. Hätte ich anders lösen können. Naja, was soll's. Wir hauen ihn noch raus. So. Ich will 10 Rüstung. Dankeschön. Und dann kriegen wir noch hier +2/+2 für alle Diener. Ich krieg hier noch ein bisschen Schaden. Und dann hauen wir alles raus. So. Und da gibt er auch schon auf. Okay, war jetzt am Ende auch nicht sauber gespielt. Aber was soll's. Wir haben das Ding gewonnen. Und ja, so kann man das diese Woche machen. Ich wünsche euch viel Spaß diese Woche beim Kartenchaos. Ich denke, da gibt es auch viele gute Ideen, wie man seine Decks zusammenbauen könnte für Leute, die jetzt erst beginnen mit Ungoro. Da seht ihr ein bisschen, wie ihr die Questkarten benutzen könnt.
Ich glaube, ich mache noch ein zweites Video gleich hinterher, weil das macht dann wirklich doch sehr viel Spaß. Danke fürs Zuschauen und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und oder auch Kommentare freuen unter dem Video. Ansonsten hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Rotmac. Ciao.